Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem Let's Play The Forest. Wie ihr vielleicht schon wisst, startet man in einem Flugzeug, wo ich jetzt hier bin, genießt die Nacht, landet und hat einen schönen Urlaub. Nein, Spaß. Wie man sich schon denken kann, stürzt man wahrscheinlich irgendwann ab. Sonst wäre es ein bisschen zu einfach. Man sieht hier das Flugzeug. Ein Passagier, der schläft, neben uns ist sonst alles leer. Das wäre schon ganz schöner Luxus, wenn man das so selber im Flügel hat. Aber vielleicht habe ich bloß immer Pech. Das dürfte unser Sohn sein. Ich frage mich gerade, warum wir Essen haben und alle anderen nicht, aber okay. Das Buch hier können wir nehmen. Ansonsten können wir jetzt nichts machen. Kann auch nicht aufstehen oder sonst was. Ich schätze mal, wenn ich das Buch nehme, dann wird irgendwas passieren. Aber da wir sonst nichts machen können, würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Fürtermin. Survival Buch. Alles klar. So ein Zufall. Okay, wir haben Turbulenzen. Was normalerweise nicht unbedingt ist. Das war allerdings nicht so gut und wir sind auch ziemlich niedrig. Ja, und damit sind wir jetzt im Spiel. Flugzeugabsturz, knapp überlebt. Anscheinend haben wir ziemlich Hunger. Ah, natürlich liegt perfekt was zu essen da. Das haben wir natürlich sofort verspeist. Da vorne ist gleich perfekt eine Axt. Okay, wir haben jetzt erstmal irgendwas aufgenommen. So, jetzt haben wir schon mal eine Axt. Ist schon mal sehr gut in dem Wald noch was zu essen. Und schon ist der Hunger fast wieder voll. Perfekt. Ansonsten, bei Survival Games sollte man generell immer so viel mitnehmen, wie es geht. Das heißt, ich werde jetzt alles einsammeln, was hier so rumliegt. Was, soweit ich weiß, eh nicht so viel ist, weil wäre ja dumm, wenn man gleich alles am Anfang geschenkt bekommt. Okay. Ich weiß nicht, wo ich den Stein hatte, aber was soll's. Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Hier ist noch. Okay, ein bisschen was zu trinken noch. Eine Liste. Passagierliste. Okay, wahrscheinlich dürfen wir die auch noch alle finden. Nochmal was zu essen. Ich glaube, der hat es auch direkt gegessen. Noch zwei Getränke. Das kann man nicht. Das kann man nicht öffnen. Dann habe ich hier, glaube ich, nichts übersehen. Das ist natürlich ein Geschenk, was wir hier bekommen für den Anfang. Ein halbes Flugzeug haben wir auch noch. Aber damit kommen wir nicht mehr weit. Die Koffer werde ich jetzt auch noch kaputt machen und schauen, was drin ist. Wunderbar. Ich kann es allerdings trotzdem nehmen. Ich meine, YOLO. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt auch mal alle Koffer auf. Cool, eine Uhr. Wissen wir irgendwie, wie spät es ist. Super. Kann man überhaupt nachschauen? Ich weiß gar nicht. Ich werde jetzt erstmal alles einsammeln, was hier so rumliegt. Und dann werden wir die bisschen Gegend erkunden. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis es Nacht wird. Und vielleicht sollten wir auch schon mal ein paar Bäume fällen und schauen, dass wir vielleicht ein provisorisches Lager aufbauen können. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass gleich in der ersten Nacht passiert.
haben schon ein bisschen was zu trinken. Ein paar Snacks. Ein paar Holzstöcke, ein Stein. Wer noch immer wir die Steine aufgehoben haben. Ein paar Kleider, Walkie-Talkie. Ein Rucksack. Survival Guide. Medizin. Feuerzeug. Eine Uhr. Nein, zwei Uhren. Und unsere Axt. Und die Passagierliste. Und eben hier rechts unten. Hier ist unsere Anzeige für Leben. Trinken, Essen. Energie und Ausdauer. Der Unterschied ist, dass die Ausdauer langsam runtergeht, bis wir uns erholen. Und die Energie eben schnell runtergeht, wenn wir was machen. Und die Balken können immer nur gleich weit gefüllt sein. Das heißt, wenn unsere Ausdauer runtergeht, dann kann unsere Energie irgendwann auch noch so weit gefüllt sein. Und dann werden wir eben sehr schnell erschöpft. Deswegen schlafen etc. gut. Na, zum Beispiel so ein dummer Stein. War es das schon mit den Koffern? Ich hoffe, ich habe es keinen übersehen. Das ist schon alle offen. Da ist noch einer. Ein Tennisball. Wunderbar. Ach, was haben wir denn da? Eine Yacht. Wenn die noch intakt wäre, wäre natürlich super. Ein paar tote Haie oder was das ist. Ich würde sagen, wir schauen mal gleich nochmal runter. Jetzt haben wir erstmal hier noch was zum Aussammeln. Da liegt bestimmt noch irgendwo was drum, was ich übersehen habe. Wer hat's denn? Okay, jetzt kann ich anscheinend nicht aufsammeln, schade. Steine sind auch nicht schlecht. Also ich weiß noch nicht, was man alles bauen kann, etc. Ich habe mich noch nicht so ausführlich mit dem Spiel beschäftigt, damit ich eben auch noch ein bisschen Überraschung habe. Ich weiß allerdings, dass wir nicht allein auf der Insel sind, wobei man das dem Anfang des Spiels ja auch schon entnommen hat. Weil irgendjemand hat unseren Sohn entführt und wie ich schätze, ist unser Ziel, das den wieder zu finden. Doch noch einige Koffer, die ich nicht gesehen habe. Okay, ich glaube den Ball. Keine Ahnung, ob man den braucht. Ich glaube nicht. Die Blumen weiß ich auch nicht. Müssen wir uns dann alles erkundigen. Ich habe gerade irgendwas gehört, deswegen. Wie so ein Kind, das vorbeigelaufen ist und nicht mehr. Okay, ich kann keine Steine mehr heben. Wie so ein Kind, das vorbeigelaufen ist und gefeucht hat. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich glaube, ich habe jetzt alle Koffer. Hat sich auch nicht so gut angehört. Ist die Frage, ob das noch zu leise gestellt ist. Oder ob ihr das auch hört. Aber es hört sich auf jeden Fall so an, wie wenn im Wald doch einiges los wäre. Stöcke eingesammelt. Ich glaube, ich habe jetzt überall mal geschaut. Okay, ich kann keine Stöcke mehr tragen. Auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zur Yacht runter und schauen, ob die tauglich ist. Und wenn ja, dann stechen wir in See und fahren zum nächsten Kontinent. Es sei denn, wir sind auf einem Kontinent, wer weiß. Auch nochmal ein paar Koffer. Ich hoffe, ich kann noch genug tragen. Schaut nicht so aus. Die Frage ist, ob das Medizin ist oder irgendwas zum Essen. Medizin. Okay. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir die anderen Koffer nochmal zu. Da wir ihn nicht mehr tragen können. Das sind. Oh Gott. Ich wusste auch, dass wir nicht allein sind.
Ob die uns angreifen, ist die Frage. Ich habe ehrlich gedacht, dass die nicht so früh kommen. Hört sich so an, wie wenn da noch mehr wären, aber ich sehe nur die zwei. Der läuft schon mal weg. Was ist mit dem? Ich glaube, der hat auch ein bisschen Angst vor uns. Ich meine, wir haben ja auch die Axt und er hat nur den Stock, also alleine kann er sowieso nichts gegen uns machen. Aber vielleicht holt der andere sogar Verstärkung. Vielleicht sollten wir die jetzt mal lieber in Ruhe lassen. Schauen wir lieber zur Jagd. Okay, ich glaube, der ist auch geflüchtet. Hier ist noch eine Schildkröte. Nett, dass sie keine Angst vor uns hat. Die hat ein entspanntes Leben. Ah, dachte, die beiden sind immer noch da. Das heißt, der andere ist auch wieder zurückgekommen. Okay, ich schwimme jetzt wirklich mal zur Yacht und lasse den mal fliegen. Okay, der eine haut gerade wieder ab. Jetzt ist er hinten verschwunden. Und der wartet immer noch. Aber anscheinend trauen sie sich nicht ins Wasser, das ist schon mal gut. Dann wären wir auf der Yacht wenigstens mal sicher. Aber, können wir tauchen? Ja, wir können sogar tauchen. Wir sehen zwar nicht besonders scharf, aber... Okay, über Wasser hat man ein bisschen Sicht. Eigentlich schaut das so aus, wie wenn da noch nichts kaputt wäre. Jetzt hauen sie beide ab. Okay, haben wir erstmal unsere Ruhe. Und solange sie nicht aufs Wasser treiben, können wir eh einfach fliehen hier. Okay, das schaut aber sehr verlassen aus, dem Rost nach. Was haben wir denn hier? Yacht Summer Edition. 1984. Okay. Nicht schlecht. Ich wollte gerade schauen, ob wir uns das anschauen können. Das ist das Survival. Batterien. Na, ob die noch trocken sind. Und wo ist das? Wo ist das Buch hin, das wir gerade hatten? Naja, was soll's. Okay, ein Totenkopf. Nochmal was zu trinken. Also wenn die Yacht wirklich so alt ist, dann würde ich das nicht mehr trinken. Schaut aus wie Milch. Missing. Noch mehr von der Yacht. Da sind ein paar. Sind das Türme? Ich weiß es nicht. Mit Kassette. Kassettenrekorder. Speichern kann man hier. Ah, und das ist ein Zeichen für die Nacht, glaube ich. Das heißt, so lange noch bis Nacht ist wahrscheinlich. Ich glaube, wir werden hier unsere erste Nacht verbringen. Da diese komischen Einheimischen sich anscheinend nicht ins Wasser trauen. Komm, hier erst bei Ruhe bleiben. Oh. Ja. Ich glaube, die Yacht ist wirklich schon länger hier. Nochmal ein Foto. Keine Ahnung, was das ist. Kleider, ich glaube, die braucht ihr nicht mehr. Nochmal Kleider, nochmal Kleider. Ich finde es sehr schön, dass er sich ausgezogen hat, bevor er gestorben ist. Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Ich meine, warum sollte man sich ausziehen? Okay, hier werden wir dann schlafen, wenn es geht. Sonst habe ich jetzt, glaube ich, alles.
Ah, Essen. Und hier ist auch noch irgendwas. War noch ein Foto. Ein Bär. Bär auf der Yacht oben. Kann man da oben noch drauf schauen? Geht das? Das heißt, hier war wahrscheinlich der Bär. Ein Seil, auch nicht schlecht. War noch ein Seil. Richtig gut. Ich glaube, das war so Jackpot, was wir hier gefunden haben. Vielleicht doch nicht Jackpot. Naja. Ich hoffe, der frisst uns nicht, wenn wir ins Wasser gehen. Das wäre nicht so geil. So, die Sonne ist hier, das heißt, ich glaube, es dauert noch etwas, bis der erste Tag vorbei ist. Ich würde sagen, wir gehen nochmal an Land, schauen, dass wir nicht von den Einheimischen erwischt werden, die hoffentlich keine Verstärkung geholt haben. Und die Frage ist, wo wir unser Lager aufbauen. Oder ob wir lieber noch erkunden sollten und noch so gute Sachen finden. Und dann, ja, einfach schon ein Spiel beenden können. Aber ich glaube, das geht nicht so leicht. Das heißt, wir werden immer unser Lager aufschlagen. Dann die Gegend erkunden. Anfangs können wir hier in aller Ruhe schlafen. Da das Boot ja offensichtlich kein Leck hat, wird es so schnell nicht untergehen. Vor den Einheimischen sind wir auch in Sicherheit. Das heißt, ich würde das. So eine kleine Basis würde ich hier irgendwo am Strand errichten, damit wir auch jederzeit von dort abhauen können. Können wir hier vom Boden irgendwas aufsammeln? Geht das? Schaut eben nicht so aus. Nein, ich bin kein richtiger Schocker. Okay. Ich glaube, hier ist das. Da muss ich nicht aufgetaucht. Ich glaube, hier ist das Wasser auch tief. Oder flach genug, dass kein Hai mehr hinkommt. Sonst passiert dem das gleiche wie den dreien hier. Es wäre geil, wenn wir eine Kiste oder so bauen könnten. Ich schau mal auf dem Buch hier. Storage. Okay, Stickholder. Für unsere Sticks. Steine. Holz. Alles nicht schlecht. Aber ich würde fast sagen, damit fangen wir dann in der nächsten Folge an. Jetzt haben wir schon mal den Flugzeugabsturz überlebt. Vorerst eine sichere Basis gefunden. Und in der nächsten Folge werden wir dann anfangen, hier irgendwo ein Lager zu bauen. Also, bis dann.